Jetzt haben wir noch einen Kevin im Chat. Na super. Das kann ja nichts werden. So. Ich gucke mir vorher mal das andere an, bevor ich hier in Red Room gehe. Ins Rotlichtmilieu. Vorsicht, die Falle sieht scharf aus. Ja. Das wäre keine Falle. Grundlos gruselige Musik. Na gut. Wieder logisch denken. Ich habe eine Statue. Ich habe eine ungefähr 400 Kilo Statue gerade in meiner linken Hosentasche. Ja, nicht so. Sie meint ja, die Falle sieht scharf aus. Also nicht im Sinne von, sondern im Sinne von, wäre doof, wenn du durchgehst. Aber irgendwo die Statue durchschubsen? Das ist nicht die Logik vom Spiel, ne? Fraternitas. Fraternitas. Okay. Geradezu war ja gar nichts. Kurz nicht hingeguckt und schon. Viel Spaß, möglich gespannt, wie lange der Herr jetzt braucht. Ja. Du, ich erst. Ich schätze mal, du kannst die schlafen legen und morgen früh holst du mich dann ab, ne? Warum ist denn die? Die muss ich doch auch mitnehmen können. Aber ich muss wahrscheinlich meine. Oder machen wir es einfach so? Über dem Ausgang ist eine der grünen Lampen angegangen. Ah. Die Druckplatten mit den geraden Zahlen scheinen die richtigen zu sein. Zahlen? Ich jetzt den Satz des Pythagoras noch anwenden, oder? Soll ich mal einen Taschenrechner holen? Die Druckplatten mit den geraden Zahlen scheinen die richtigen zu sein. Hast du gesoffen, oder was? Ich bin schon ganz andere gepasst. Aber das bringt jetzt nichts, wenn ich dich mitnehme. Kann ich dich zurückstellen? Nee. Dann nehme ich dich jetzt einfach mal mit. Das sind bestimmt in den anderen Räumen auch noch Platten. Die Frage ist, warum ist das hier? Wenn's da, wenn ich da gar nicht lang gehen soll. Na komm, lange nicht gestorben. Okay. Ich will's bloß wissen. Alter, wo hast denn du jetzt bitte angefangen? Neu geladen. Oh Gott, das muss ich ja von ganz... Oh Gott. Alter, ich bin ja wirklich... Und ich dachte mir so... Mensch. Da ist ein neues Horrorspiel draußen. Das spielst du mal. Kannst du dich ein bisschen gruseln. Hier und wieder mal erschrecken. Und jetzt renne ich hier durch so eine Abiturprüfung. Rein von der Logik her müssten jetzt irgendwo noch Druckplatten mit ungeraden Zahlen sein. Also gibt es neben den vier richtigen auch noch falsche. Also gibt es auf jeden Fall mehr als vier Druckplatten. Rein von der Logik her. Gesehen habe ich bis jetzt eine. Und ich bin schon durch alle Räume durch. Nicht Sarah jetzt hier. Druckplatten. Ah! Drei. Ah, Habe ich eine andere Zähne gehabt eigentlich? Ach, die war im Gang, ne? 17 Minuten sind schon um. Kudi! Nee, macht mir Mut. Da ist die 5. Nicht Sarah. Halt die Fresse. Der Witz ist, wo bekomme ich denn dann die restlichen
Ah, lol. Okay. Okay, okay, okay. Wahrscheinlich sind die Ungeraden dazu da, um die Fallen zu deaktivieren, damit ich dann die Statuen holen kann, um die Geraden zu machen. Wir sind jetzt Fallen, wo gerade keine waren. Oh Gott. War das hier drüben ja, ne? Die Falle hat nicht gezündet, wenn ich hier durchgelaufen bin. Geh nochmal dahin. Hey, da. Hey. Damit konnte ich jetzt wieder hier lang gehen, ne? Ne, warte mal. Die... Welche von denen machten jetzt hier die... Das war die 1, ne? Nee. Ah, nee, es war eine gerade Zahl. Haha. Ah. Hier sind ja Stacheln. Und die waren drüben nicht. Das heißt, ich gehe jetzt mal davon aus. Risiko hin oder her. Dass ich da lang kann. Weil hier keine Stacheln sind. Okay, es ist echt IX. 9. Waldraut. Hatten wir schon. Was war das denn? 30 Minuten zuvor. Ah, okay. 1, 2, 3, okay. Du warst auf einer. Ist ungünstig. Du musst mal da bleiben. Nimm ich jetzt dich mit. Ah, die Falle ist deaktiviert. Die 8. War ich da drüben jetzt schon? Gottes Willen, Orientierung. Geh mal darauf, bitte. Ach nee, es war Flirte. Ach Gott. Dich muss ich mal kurz irgendwo platzieren, wo es sinnlos ist. Weil ich glaube, ich muss die hier mitnehmen. Nee, die war es nicht. Das Tor war da von Anfang an oben. Also bevor ich überhaupt eine Statue platziert hatte. Oh, sag jetzt bitte nicht, dass ich die erste nochmal holen muss. Theoretisch macht ihr immer, wenn ich eins richtige ein richtiges platziere, einen Weg zu. Also, oh. Blöd. Also habe ich wahrscheinlich die zu früh geholt, ne? Kann das sein? Ich werde jetzt einfach alle ungeraden Zahlen belegen, um alle Fallen zu deaktivieren. Das bringt mir auch eine gewisse Ruhe, wenn du die Zeiten schreibst, die ich schon brauche. Da werde ich einfach noch entspannter und kann das Ganze noch ein bisschen angenehmer lösen. Soll ich echt die Gerade nochmal holen? Ich muss sie nochmal holen. Ich glaube, es führt kein Weg dran vorbei. Dich brauche ich. Wo waren denn die restlichen... Hast du das? Du hast ja, die habe ich gerade mitgenommen, ne? Okay, ich bin raus. Ich brauche bloß noch eine Statue. Und ich weiß noch, dass da hinten... Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es hier hinten war, wenn ich da hinten durchmarschiere. Da nach links. Für euch. Links. Nee, da. Also, wenn ich jetzt hier gerade aus nach links... Dass da noch so ein Gitter ist. Ich glaube, ich habe so eine gewisse Unkompatibilität mit solchen Spielen. Ich hatte damals, wer es noch kennt, Tomb Raider 1 auf der PlayStation 1. Oh, ist das alte Game. Da muss ich gerade übelst dran denken, wo ich gerade eben auf dem Locus saß. Und ich habe das nie geschafft, ins zweite Level zu kommen. Da gab es dieses eine schöne Level in der Villa, wo man Blödsinn machen konnte. Jetzt muss ich bloß gucken, in welcher Reihenfolge ich welche jetzt hole. Warte mal, wo war denn der Rest eigentlich jetzt? Eine muss ich ja, habe ich ja geklaut von dem ersten Raum, glaube ich. Warst du jetzt auch wieder offen? Ja. Hier ist ja die 2. Eine fehlt noch. Hier war eine gerade, ne? Du! Wo hatte ich jetzt eine geparkt? Wo war die? Oh Kacke, ich glaube, ich habe die... Oh Gott.
Wo habe ich denn die? Habe ich die? Ich habe die, glaube ich, irgendwo. Wo ich jetzt nicht mehr rankomme. Kann das sein? Die war hier drüben, ne? Oh, ich muss ernsthaft nochmal eine bewegen. Fuck. Ich glaube, du warst das. Da drüben war nichts mehr. Okay. Da war ja eine von den Statuen. Nee. Warte mal, ich muss ich... Hä? Hä? Onkel Owen? Tante Peru? Oh Gott, jetzt ohne Licht. Jetzt wird's richtig geil. Und du? Von welcher Geraden habe ich die jetzt runtergenommen? Alter, Gedächtnis! Na? Scheiße! Die ist ja da. Die nächste gerade Zahl. Fuck, ey, jetzt hängt's am letzten. Schon nah am Ziel und doch so fern. Boah, Wahnsinn. Scheiße. Jetzt weiß ich nicht, woran es hängt. Ich fluch zu viel. Das ist jetzt ein bisschen Cheating. Aber ist mir jetzt egal. Jetzt keine Lust, hier noch jahrelang zu hängen. So, aber die Falle ist nach oben. Wo ist denn jetzt noch was offen, wo ich die Falle deaktivieren kann? Da ist bloß die 2 gewesen. Spielgeräusch, halt die Fresse. Aber ich hol die da hinten ganz bestimmt nicht mehr raus. Also, die bleibt da. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Egal, ob die hier bist oder nicht. Es ist mein Dungeon. Eigentlich sollte ich das Ganze jetzt schon in- und auswendig kennen, habe ich das Gefühl. Aber Orientierungssinn ist bei mir die nächste Schwäche. In dem Ort, in dem ich wohne, wohne ich seit 3 Jahren. Und ich war noch nie wirklich auf der anderen Seite vom Bahnhof. Also... useless. Da sind die Fallen noch aktiv. Wie kam ich denn da hinten? Ja, jetzt nehme ich Spoiler gerne an. Also... ich gebe auf. Das Spiel hat mich geschlagen. Also ich würde es wahrscheinlich schaffen, aber... das ist gerade nur noch rumgegaffelt. Das wäre extrem supi, wenn du mir eine Lösung zukommen lässt. Sarah. Okay, Sarah. Whatever will be. Das nächste war ich ja aufgedeckt. Mir fällt gerade erstmal die Laufanimation auf. Kraut und sich durch die Level. Theorie und Praxis alles hier auf dem Punkt. Noch einen schnelleren Weg. Finde ich dir. Easy. So. Dich packe ich jetzt hier hin. Dann. Okay, Fall ist echt deaktiviert. Warte mal. Ich hätte gar nicht hier lang gemusst. Ich bin da ganz davon ausgegangen, dass hier drüben noch so ein... okay. Ich hätte gar nicht lang gemusst. Ich glaube echt, ich war so kurz davor. So, du? Ist offen, ja? Okay. Ach so, klar.
Wie jetzt fängt wieder irgendwann mit an mit Brüllzupator. So, dann muss ich jetzt dich holen. Ja, wahrscheinlich schon. Aber ich habe jetzt schon eine Stunde hier im Raum gehangen. Was ist denn mit der Stimme? Die Stimme ist auch schon angepisst, dass mich seit 3-4 Stunden lang ruft. So, du dahin. Dann. Wait, what? Ach so, die drüben. Räumliches Ding? Gar nicht, nicht. 2 Stunden 30 Minuten. Sie haben Leute. Heute leider keine Batterie für mich. Über den Ausgang ist eine der grünen Lampen angegangen. Die Druckplatten mit den geraden Zahlen scheinen die richtigen zu sein. Vor allem jetzt ist es das erste Mal, dass ich so eine platziere. So, jetzt die da. Bin ich jetzt im richtigen Raum? Hier ist ja die Falle noch. Warte mal. Wollte mich gerade sagen, ich halte mir trotzdem die Augen offen. Wait, wait, wait. Das ist der Eingang. Hahaha, siehst du? Mein Orientierungssinn. Da wäre ich jetzt fast. Die kommt jetzt. Das dahin. Krasses Pferd. Was war das? Nee, jetzt nicht, Sarah. Wow, echt? Warte mal, bin ich jetzt im richtigen Schritt? Oh, ich muss sie echt nochmal abholen. Crazy. Ja, das ist echt so mein Orientierungssinn. Wow. So, dich soll ich jetzt hier hinstellen. Und jetzt der vorletzte Schritt. Du? Die Statue auf die 2. Frau Müller bitte an die 2. Frau Müller bitte. Und? Okay. Ich muss noch mal gucken. Ich werde das mal analysieren, was ich da vorhin veranstaltet habe. Weil ich glaube, ich war echt so kurz vor der Lösung. Ohne Witz. Ich war da fast fertig. Ich danke vielmals. Da war ich echt Schwein.
gut. Kam mir gerade sehr bekannt vor. War das das Weinen aus PT? Aus dem Kühlschrank von oben? Der an der Decke hängt? Und jetzt irgendwo so in einer random Falle. Tot. Nochmal auf dem Phone bitte. Das hat nicht gespeichert, ne? Das ist nur nicht eine Falle. Ja. Ich kann jetzt so umkommen vorm Checkpoint. Geil, dachte ich nämlich gerade. War jetzt irgendwas in der Nähe, ne? Batterien habe ich eh voll. Ein richtig lauter Trommelwirbel angebracht. Wird er es schaffen? Das alles in der nächsten Folge von X-Faktor, das Unfassbare. Checkpoint und so? Bitte? Ich gucke mal in die Nebenräume. Ich was verpasse. Ich gucke sie aber nicht beim Laufen auf den Chat. Das ist, glaube ich, ungesund. Ich würde es mir echt zutrauen, dass ich jetzt noch sterbe. Ich geh einfach noch um. Ich geh da mal. Easy. Aber es war mir echt Feierabend für heute.